Berlin zur Erinnerung an die Opfer der Agenda 2010. Hunderttausende von Menschen in Hartz-IV-Systemen werden bis zur vollkommenen Mittellosigkeit sanktioniert, weil sie sich weigern, Jobs, die keine Aussicht auf Unabhängigkeit von Hartz-IV führen, anzunehmen. Viele Firmen, die gerade Niedriglöhne zahlen, werden aus Steuergeldern subventioniert und streichen hierbei satte Gewinne ein, die keine Aussicht auf Unabhängigkeit von Hartz-IV bieten. Familien, auch solche mit Kindern, verlieren dadurch ihren Versicherungsschutz und ihre Wohnungen. Hartz-IV-Empfänger, die sich zu Recht gegen ihre Wirtschaftsversklavung zur Wehr setzen, werden entmündigt, stigmatisiert und kriminalisiert, inklusive ihrer sofortigen Verurteilung und Bestrafung, ohne ein faires Verfahren.